Aber wie gesagt, ich werde mich weiter für die transatlantische Partnerschaft einsetzen, wo immer das geht, und inwieweit wir überhaupt dieses Abkommen am Leben erhalten können, wenn eine riesige Wirtschaftsmacht auch nicht mitmacht dabei. Das muss jetzt auch mit dem Iran besprochen werden. Wir hoffen das, aber da spielen viele Dinge eine Rolle, und wir dürfen uns auch nicht stärker machen, als wir sind.